Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge Computer Club. Diese Musik ist auch überhaupt nicht einschläfernd. Puh. Um 23:30, 11:40 nachts, natürlich nachts. Wann auch sonst? Wann spielt man sonst Spiele, wenn nicht nachts? Gar nicht, richtig. So sieht es ziemlich aus. Ich habe doch vorgestern habe ich letztes Mal gespielt. Boah, ich hatte, glaube ich, alles abgehakt. Warum läuft das Ding eigentlich hier? Das lief jetzt die ganze Zeit durch, oder was? Ach so, das ist... Ah, Bau, ja, ich erinnere mich. Da musste noch was ausgetauscht werden, weil da irgendjemand Fan von Sachen war, die ich vergessen habe, welche es waren. EVGA. Das heißt, wir müssen doch Sachen kaufen. Juhu! Was kann man denn von EVGA alles kriegen? Wahrscheinlich... Ja, Hauptplatine, Grafikkarte, Netzteil. Noch irgendwas? Nö, ne? Also man kann doch relativ viel von EVGA. Haben wir denn noch was von EVGA? Hatte ich ja schon geguckt, ich weiß es nicht mehr. Warum inkompatibel? Ne, von EVGA habe ich sowieso nichts. Doch! Eine 1050 Ti. Aber die ist kaputt, inkompatibel und auch noch benutzt. Läuft. Das heißt, wir müssen Sachen kaufen. Wer hätte das gedacht? Okay, gucken wir uns die Spezifikation von Minecraft an. Also eigentlich nichts. Oh. Eine 1050 wäre sogar zu schwach. Also GTX 69. Nehmen wir einfach das Beste, was wir kriegen können. Gucken wir mal. FVGA. So, was haben wir denn da im Super Sonderangebot? 1030? Ach, das ist diese ganz kleine. Ja. 1070. Naja, wir haben ja ein Budget von 2K. Wir haben bis jetzt noch nichts ausgegeben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob... Haha, ups. Also eine 1050 ist zu schwach. Reicht eine 1060? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir einfach sicher gehen und die 1070 nehmen? Ach komm, was soll's. Hauptplatine. Was ist denn hier für eine H170? Weißt du Bescheid? H170. Oh, Z270. L51. Uiuiui. Ah, ist derselbe, okay. Kann man machen. Kosten, ja. Ach, wir haben ein Classified K. Moment, das weiß ich nichts von. Classified K. Hammer. Warum haben wir so ein geiles Motherboard und ich habe das in meinem PC nicht drin? Oder habe ich das in meinem PC drin? Ich muss mal... Wo ist eigentlich hier die Windows-Taste? Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Systeminfo. Hauptplatine. Oh, ich habe das sogar drin. Natürlich habe ich. Ich habe das Beste vom Besten hier drin, ist doch ganz klar. Ja gut, dann haben wir das fertig und dann können wir. Gut. So. Verwerfen. Das bauen wir. Jetzt muss ich mal wieder gucken hier. Diagnose, ich muss wieder aufschreiben, sonst komme ich wieder komplett durcheinander. Elias. So, bekommt von mir. Kann ich eigentlich EVGA reinschreiben, dann wissen wir sofort Bescheid, ne? EVGA, so, damit ist das Thema auch vom Tisch. Das darf ich nur nicht vergessen zu bestellen, nicht so wie letztes Mal.
So, hier haben wir dann noch, ach ja, Diagnose. Da wollen wir doch mal, das dürfte, das ist das hier. Gucken wir uns den Hobel mal an. Er läuft nicht. Wer hätte das gedacht? Na gut. Tja. Mainboard, Netzteil, Fragezeichen. Wir bauen mal aus. Ein Silverstone ET, ach, das müsste doch eigentlich dann dabei stehen, ne? Wenn das Eigentum von und so weiter und so fort. Ne, Quatsch, Schauplatin, Netz, Ding, Ding, ups, so. Ach, guck mal, das ist kaputt. Oh, wir haben... kaputt, kaputt, kaputt. Erst rein. Ich hätte hier noch ein ganzes, das bauen wir mal ein, um zu testen, ob die Maschine dann wieder läuft. Ich brauche unbedingt mal so dieses automatische Verkabelungswerkzeug, das nervt nämlich. Mann! Jetzt schließ halt an! Kann nicht so schwierig sein. So, das Ding hier noch. Das da oben noch und dann gucken wir mal, ob die Hütte läuft. Achso, Festplatte vielleicht auch noch. Aha! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht... Das sieht gut aus. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das drin lassen können. Ich weiß nämlich nicht, wie es budgettechnisch so aussieht. Steht leider hier auch nicht bei. Da müsste ich dann nochmal gucken. Ein Blick in die E-Mail sagt mir, dass wir ein Budget von 80 haben. Ha! Und das Ding hat einen Wert von... Das ist ein 750 Watt Netzteil. Oh, das ist, glaube ich, zu hart. Das ist zu hart. Das ist nämlich dann 140 Öcken. Ach du Scheiße. Da wir ein 80er Budget haben, würde ich sagen, dass wir... Inventar, die sind alle kaputt. Dass wir ein... Wie heißt sie denn? Anna, glaube ich, ne? Anna kriegt ein MWE, das kennen wir schon. MWE erkennen wir schon. So, in den Warenkorb. So. Dann bauen wir das nämlich hier wieder aus. Das war nur zum Testen, ne? Ist klar, nur zum Testen. Man sollte eigentlich immer irgendwie von jeder Hardware sowas zu Hause haben. Muss doch immer was qualitativ Hochwertiges sein, nicht teuer. Aber so kann man dann immer testen, was kaputt ist. Das ist und dann zum im Notfall auch laufen lassen. Falls was kaputt geht. Habe ich mittlerweile auch so. Ich habe eigentlich von allem was hier. Außer eine CPU. Die bei mir nicht rein... Ne, CPU habe ich nicht. Aber alles andere hätte ich da. Könnte ich sofort austauschen. Zwar jetzt nicht das Geilste vom Geilsten, aber so, dass er wenigstens läuft. Macht doch mal einer die Funzeln hier aus, ey. Die PCs laufen hier. Ey, denkt doch mal an den Stromverbrauch. So. Das haben wir. Da sind wir bei. Oh! Wir müssen ja noch einen ganzen PC konfigurieren. Ach du Scheiße. Termin überschritten. Hoppala. Termin überschritten. Hoppala. Ja, ja. Termin überschritten, hoppala. Tja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich beende die, sobald ich den Erfolg bekommen habe für die 5 Sterne, weil dann ist es auch egal. Melanie wütend. Was möchte sie? Sie möchte Counter-Strike spielen. Ach, wieder noch ein PC zusammenklöppeln. Guck mal hier. Erfahrungsstufe 10, da sehe ich mich doch. Das machen wir. Moment, da hatte ich schon... Moment. Erinnert ihr euch noch an den Auftrag? Grafikkarte aufrüsten inklusive Dual-Grafikkarte installieren. Das ist so ziemlich der ähnliche Auftrag. Und da lief alles mal so richtig schief. Und diesmal mache ich es richtig. Wir gucken jetzt erstmal, was hat er für ein Mainboard drin. Ein Gigabyte K7. Wir gucken in den Shop. Geben hier mal ein Gigabyte. Na, wir geben einfach mal K7 ein. So, Multi-GPU, Crossfire SLI. Unterstützt schon mal beides, das ist schon mal eine super Voraussetzung. Nicht so wie beim letzten Mal.
So, jetzt ist die Frage. Okay, wir sollen die Grafikkarte austauschen und dann direkt doppelt. Okay, das heißt, wir können da einfach irgendwas nehmen. Was? Die Frage ist nur, was ist besser als eine RX570? Wo ist die so drin? RX570 Dingensbums. Gucken wir uns doch mal an. RX570. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Nicht da oben. 480. Da müsste die 570 eigentlich da drüber sein, aber da ist sie nicht drüber. Das ist ganz komisch. Ich verstehe diese Karten nicht. Da unten ist die RX570. Okay, da ist so ziemlich alles geiler. Was ist denn, wenn wir einfach das Geilste nehmen, was wir haben? Wie viel kostet das? Was haben wir Budget? 1200er Budget. Okay, das ist schon... Was kostet die beste Grafikkarte? Preis absteigend. 555. Ups, haben wir nicht. Das wären 1110. Ja, Budget 1110, das heißt 90. Für 90 kriege ich keine AIO-Wasserkühlung, oder? Flüssigkühler. Doch. Für 90. Boah, das ist genau das. Oh. Okay. Machen wir so. Finde ich gut. Wir reizen das Budget voll aus. Lin bekommt von uns spendiert. Einmal CM 240. Ich denke mal, dass ich dann weiß, was ich meine. Die tun wir auch direkt in den Warenkorb rein. Und dann die teuersten der teuersten Grafikkarten überhaupt. Eine wunderschöne. Aber wir können auch... Ne, wir nehmen die Strix, dann sparen wir sogar nochmal 10. Strix. 1070. Easy. So. Teile von MSI. Man sollte die E-Mails zu Ende lesen. Nur so. Okay. Dann halt MSI, ja. Wir, natürlich nehmen wir nicht die Strix, sondern die MSI. Meinte ich doch. Hab mich vertan. Moment, ich muss da wieder was raus entfernen. Okay. Und, ach so. Geflochten grün. Natürlich. Machen wir. Annehmen. Otte. Diagnose Level 9. Ja. Ich bin ein totaler Fan von FSP. Von FSP haben wir doch... Ah, von FSP haben wir doch was da. Annehmen. Na, und das ist weg. Und das ist weg. Dann hätten wir eigentlich nur noch, was ich noch nicht gemacht habe. Wo ist es denn? Zum Whiteboard. Ach ja, das... Ich muss noch einen PC für 2.500 Euro hin. Uppala. 2.500. Die beste Grafikkarte kostet... Da kann man eigentlich das Geilste überhaupt reinballern. Lieber Marc, lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten folgende Hardware-Komponenten. Ein Quad-SLI-System mit den geilsten Dingern, die es gibt. Nein. IO. Also mit 5 easy. Easy, machen wir. Boah, wir können es austoben. Ich liebe das. Fangen wir mal wieder bei dem... Oh, warte. Ich schreibe mir mal 1865.
plus 2500 sind, ich muss mal kurz rechnen, 4375, Entschuldigung, dürfen wir am Ende erreichen. Gut. Wir toben uns aus. Fangen wir an mit dem Gehäuse. Das hier? Nein, das hier. Das ist halt ein geiles Gerät. In den Warenkorb. So. Hauptplatinchen. Relevanz. 240 Euro ist schon teuer. Wir können auch mal hier sowas hier nehmen, ne? Ja, das AM4, nee. Wobei, doch, AM4, doch, sehe ich mich. Vielleicht sollte ich es dann aufschreiben. K7. Da kommt dein ein A4 drauf. Was ist denn hier der geilste? Was haben wir denn hier so? Ach, da 8 Cores, das haben wir ja noch, ne? In den Warenkorb. 1800X. Dann eine Flüssigkühlung. X52. Speicher. Jetzt habe ich nicht geguckt, was man da reinballern kann. Das ist gut. Wird schon passen. Nee, wird nicht passen. Warte mal, das machen wir richtig. Hauptplatinchen. K7. DDR4 36. Och, ja, kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. 36. Da machen wir dann irgendwie hier da zweimal davon. 836er. Was fehlt noch? Netzteil. Nee, nichts mit Sean. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir nehmen hier so ein FSP. Ein FSP 650. Festplatte. Wir sind ja noch voll im Budget. Achso, warte mal, die Grafikkarte fehlt ja auch noch. Ach, wir sind noch voll im Budget. Nee, ich nehme die Strix, warte mal. Ich nehme die Strix. Raus mit der MSI. So. Jetzt haben wir noch Festplatte. Wir haben noch... Boah, wenn ich die reinnehme, dann sind wir noch richtig... So gerade... Corsair 350. Ja. Ich habe aber jetzt auch alles, ja? Gehäuse. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe es einfach mal. Ach so, habe ich schon angenommen. Was war das jetzt hier? Non-PC zusammenbauen. Kann Counter-Strike machen. Ah ja, da überlege ich mir noch, ob ich das mache. So, Shop. Warenkorb anzeigen. Warenkorb anzeigen. Achso, da unten. Am nächsten Tag. Jetzt kaufen. Das gute Geld. Schließen. Ah, der Lüfter ist so laut bei mir. Alles klar. Und dann eine Runde ins Bettchen gehen und auf den nächsten Arbeitstag warten. Juhu. Ah. Das Wochenende ist vorbei. Wir haben Montag, den 2. April
Tja, April-Scherz verlief leider auf dem Sonntag. Zur Arbeit. Und jetzt haben wir Spaß. Jetzt haben wir Spaß. Jetzt geht es los, jetzt geht es los. EVG, ja. Dann wollen wir mal. Hier muss ja alles raus. Och nö, Leute. Hier muss alles raus. Zeitraffer. So, das Ding ist fertig. Das wird aber nur 4 Sterne geben, weil Gebrauchteile. Deshalb möchte ich das noch nicht als fertig. Nein, der Termin ist überschritten. Och nö. Tut es Not? Ich mach den trotzdem mal fertig. Och, Leute. Ich bin halt allein in dem Laden. Ich kann nicht schneller. Das ist Frechheit. Aber mir fehlt nicht mehr viel zu den 5 Sternen. Deswegen würde ich jetzt ungerne das Ding... Ach, das wird 2 4 Sterne Dinger. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das überhaupt jetzt als fertig melden kann. Ich tue den mal weg. Den machen wir auch mal aus. Hier habe ich, glaube ich, was bestellt. Da können wir easy 5 Sterne machen, ne? Lin. Lin wollte ein bisschen mehr. Ah, da steht es ja auch, was ich wollte. Ah, Lin wollte für Sachen haben. Okay. Das kriegen wir ja easy hin. Das ist kein Hexenwerk. Oh, das raus und das raus. Dann gibt es 2 super duper neue Grafikkarten. 2x die 1070 MSI, ne? Weil sie wollte ja gerne Teile von MSI haben. Kriegt sie dann natürlich auch. Die sind's nett. Wo sind sie denn jetzt hin? Da unten. MSI, MSI. 1070er. Passt zu diesem PC. Ah ja. Boah, was ist das für eine SLI Bridge? Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich nur aus den... Warte mal. Doch, klar.
Das war ja die neue dann in der Tausender-Serie. Stimmt. Duale Grafikkarte installiert. Check. IO-Wasserkühlung. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist jetzt der nächste Schritt. Aber nicht ohne die gute Wärmeleitpaste. Prozessorkühlung. So, welchen hatten wir jetzt da? Den M240. Das ist dann quasi der hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ach, da muss alles muss raus. So. Und mit gefühlt 5 Milliarden Schrauben fixiert. So, hier das Ding wieder davor, der Staubschutz, die Frontblende. Geflochtene Grünkabel. Das heißt, wir können sowieso erstmal alles, was an Kabeln hier drin rumkeucht und fleucht, rausreißen. Weil Madame möchte ja grüne Kabel hier drin haben. Habe ich sowas überhaupt? Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, guck mal hier, grün da. Ich habe, glaube ich, mittlerweile alle Farben. Das ganze Sortiment habe ich da. Den ganzen Farbkasten. Gut, dass das nur so zwei, drei Käbelchen sind. Ach so, das Mainboard fehlt noch. Und dann fehlt, glaube ich, noch nichts. Läuft. So. Klappe zu, Affe tot. Alles erledigt. Das gibt einen Fünfer. Das gibt einen glatten Fünfer. So, dann starten wir unseren Rechenknecht mal wieder. Den muss ich irgendwann auch mal richtig geil aufgraden. Habe ich mega Bock drauf. Unvollständiges Gehäuse. Och nö. Ernsthaft jetzt. Ach, da steht ja auch da. Ich hab's wieder mal überlesen. Sorry. Was fehlt? Ups. Komme ich da so dran oder muss ich dafür? Ich muss dafür. Nee, warte mal. Habe ich da irgendwas abgebaut? War das das hier? Ups. Sorry. Wie vier? Ach komm, ernsthaft. Lin ist fertig, aber irgendwie... Komm, lass uns noch im Zeitraffer schnell einen PC zusammenfriemeln. We'll be right back.
So, während der, während auf dem PC der 3D-Mark läuft, widmen wir uns schon mal dem nächsten Modell, welches sich hier befindet. Und hier war irgendwie, genaue Diagnose. Da war mir doch so... wo ist er denn? Dort? FSP, ja, natürlich. Hier ist das Netzteil kaputt. Da brauche ich auch gar keine große Diagnose machen. Kann man hier einfach... Nee, kann man nicht. Immer noch ein Kabel. Ach so, das Ding auch noch. Und dann kriegt er einfach ein neues. FSP haben wir sogar noch eins da. Wir haben noch ein EVGA. Wo kommt er denn jetzt her? So. Das dürfte ein relativ schneller Fall gewesen sein. Und wenn das keine 5 Sterne gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich gucke aber gleich nochmal in die E-Mail nach, ob da noch irgendwas von speziellen Kabeln steht. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich alles verkabel. Hahaha. Und ob der irgendwie noch eine Virenbeseitigung haben will. Nein, gar nicht. Ist aber anscheinend immer noch ein Problem da. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ah, ich habe da so eine... Ich habe da so eine, so eine Befürchtung. Wir gucken mal ins BIOS rein, ob er noch eine SSD dran hat. Der hat nur eine SSD dran. Oh, jetzt wird's interessant. Dann machen wir natürlich eine Virenbeseitigung. Der installiert. Wir gucken uns das Ergebnis von dem anderen PC an. 5998 Punkte. Das heißt, wir sind ja deutlich über Dingens. Und den können wir als fertig melden. Den können wir als fertig melden. Das war Marky Mark. 5 Stars. Achso, ich habe gerade die Errungenschaft für Level 12 bekommen. Nicht für die 5 Sterne, ich wollte schon sagen. Gut. Das hätten wir. So. Hier starten wir nochmal eben fix neu. Das ist auch meine letzte Amtshandlung heute. Dann soll es gut gewesen sein. Ich hoffe, dass jetzt das war. Und wir finden keine infizierte Daten. Keine Corona-verseuchten Daten, ne? Aber schwach. Ja, und jetzt ist das Problem. Okay, mir fällt da noch eine Sache ein. Wärmeleitpaste ist flöten gegangen. Da machen wir mal frische Wärmeleitpaste drauf. Vielleicht. Achso, Kabel sollte ich vielleicht. Nö. Tja, jetzt bin ich echt überfragt. Was könnte noch hier... Ach so, warte mal. Moment. Da. Natürlich. Hätte ich auch direkt drauf kommen. Ach scheiße, muss ich von hier? Nee. Die HDD ist kaputt. Diese Motonis, die gehen echt immer kaputt. Ja gut, dann bauen wir noch... Ich habe keine... ich habe nichts da. Machen wir jetzt mal... Boah, das wird wieder teuer. Ist mir jetzt egal, ich will das fertig machen. Oder? Nee, wir machen das anders. Wir machen das mal vernünftig. Wir sparen Geld. Schreiben jetzt auf. Das weiß ich nicht für wen. Otte. Die 1 Terabyte Platte, das ist dann für das Zukunfts-Ich. Ist im Warenkorb drin. Und dann alles weitere
in der nächsten Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir dann irgendwie Level 5, wobei ich hier mindestens noch zwei Kandidaten habe, die kein... Level 5 ist aber schon 5-Sterne-Bewertung. Wobei ich hier mindestens noch zwei Kandidaten habe, die mir keine 5 Sterne geben werden. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.